Möge der Kampf beginnen! Und damit herzlich willkommen, liebe Freunde, hier zu einer neuen Folge von Harry Potter Magic Awakened! Mit mir, dem Dagi LP. Ich habe hier eine kleine tägliche Mission angenommen. Ich muss ein Duo-Duell gewinnen, um einen silbernen Schlüssel zu bekommen. Meine lieblingstägliche Aufgabe. Und gleichzeitig hat ja auch eine neue Saison angefangen. Das dürftet ihr eventuell in den letzten Folgen gemerkt haben. Dadurch ist es natürlich umso wichtiger, dass ich siegreich hieraus hervorgehe. Sprich, dass ich möglichst wenig Niederlagen in diese Saison schiebe. Aber ich habe gerade irgendwie das ganz dezente Gefühl, dass das hier nicht so effektiv wird. Weil der Typ hat, oder die beiden haben hier anscheinend die Taktik, uns mit Magic Bombs zuzuwerfen. Was natürlich gar nicht so angenehm ist. So, aber wir hauen jetzt erstmal zurück. So, jetzt haben wir hier wieder die Wogen geglättet. Und hauen jetzt hier auf den erstmal eine Wasserkugel. Und wir haben sogar beide mit drin. Komm jetzt, Elfami, hau irgendwas auf die beiden drauf. Irgendwas. Schade, ich dachte, sie hatten ein Incendio oder sowas Nettes. Das wäre ganz geil gewesen. So, wir heilen uns mal gerade ganz kurz. So. Und dann gucken wir mal. Wir hauen uns erstes Mal auf den da drauf. Weil der ist schon am meisten hinüber. Und gleich haben wir nochmal einen Ron. Der wird uns in schwierigen Situationen auch nochmal zur Seite stehen. Oh nein, ich will diese Magic Bomb zerstören. Okay, okay. So, das hätten wir. Die werden gleich Obscurus auf mich zaubern. Ich weiß das. So, jetzt haben wir einen Drachen und Ron gerufen. Ron holt uns jetzt erstmal die Einheiten da weg. Bumm. Und der Drache regelt den Rest für uns. So. Ah, Obscurus. Ja, die gehen jetzt erstmal auf den anderen. So. Egal, wir haben den jetzt in der Wasserkugel drin. Das hat gerade nochmal ordentlich Leben gezogen, weil er kurz vorher den Obscurus-Zauber eingesetzt hat. Ja, den haben wir down bekommen. Sehr schön. Aber das Problem ist, die andere Spielerin ist leider noch relativ gut im Leben dabei. Wird eine knappe... Nee, die wollen uns beide gleichzeitig ausschalten. Sehr ungeil. Oh, knappe Kiste. Okay, egal. Leute, es ist eigentlich ganz gut, dass ich sie noch wiederbeleben konnte. So habe ich auch nochmal eine Chance. So, jetzt haben wir sie beide nochmal reinbekommen. Verdammt! Mist, okay, jetzt... Nee, das war's, glaube ich. Nee, schade, schade. Knappes Match am Ende nochmal. Leider kein guter Einstieg in die heutige Folge. Na gut, ich will es jetzt aber auch nicht ewig ausreizen, denn wir haben heute noch einiges anderes zu erledigen. Aber das ist echt kein schöner Einstieg. Wow, richtig auf die Schnauze bekommen. Dabei ist mein Deck gar nicht so verkehrt. Oh, Elflami will... Ah, nee, das ist die Person, mit der ich gerade gespielt habe. Okay, alles klar. Ja, Leute, okay. War ein netter Versuch. Werde ich später nochmal probieren. War jetzt nicht so nett. Gut. Dann schauen wir jetzt erstmal, wie es Hauptstory-technisch aussieht. Bevor ich jetzt hier die ganze Zeit nur mit Duellen rausballer, ne? Und da gehen wir mal eben hier auf die Liste. Wir haben nämlich die Aufgabe, uns als nächstes im Fach Zaubertränke mit Daniel wahrscheinlich zu treffen. Quidditch, da gibt es jetzt aktuell nichts weiter in der Story. Da wird es bald dann wahrscheinlich ein paar Updates geben. Weshalb wir eigentlich in der Hauptstory ganz gut bedient sind. Deswegen einmal Rede mit Alma bei Madame Malcolm. Genau, machen wir mal. Let's go, Leute. Madame Malcolm außerdem habe ich jetzt auch nicht gerade ganz so verstanden. Ich dachte, ich soll mich mit Daniel bei Zaubertränke treffen. Na, Cassandra, möchtest du dieses Kleid haben? Tja, sieht nur irgendwie so aus, als wäre es 10-mal größer als du selber. So, und wieder fliegt die ganze Zeit der Schnatz um mich rum. Ich weiß nicht, ob ich das gut finden soll. Ich hoffe, man kann das irgendwie ausstellen. Wenn ja, dann schreibt mir gerne wie. Ich weiß nicht, warum ich mir darüber den Kopf zerbreche. Ein neues Outfit ändert gar nichts. Hallo? Ich will dir nicht zu nahe treten, aber du wirkst irgendwie frustriert. Ist alles in Ordnung? Oh, hallo. Ich dachte einfach, ich könnte in Hogwarts etwas mehr ich selbst sein. Aber es fällt mir schwer, meinen eigenen Stil zu finden. Wovon redest du? Dein Outfit sieht toll aus. Danke. Ich habe es für den Tanzauftritt ausgewählt. Und es gefällt mir sehr gut. Aber ich habe das Gefühl, dass noch etwas fehlt.
irgendetwas Wildes, um es origineller zu machen, verstehst du? Ich will einfach toll aussehen. Du könntest etwas hinzufügen. Wie wäre es mit Glitzer? Du bist lustig, ich mag dich. Aber das Problem ist, ich will nicht aussehen wie alle anderen. Ich will einzigartig sein, aber mir fehlen die Ideen. Hast du vielleicht eine? Du könntest deine Haare anders frisieren. Oh, darüber habe ich nie nachgedacht. Ich trage meine Haare schon immer so. Lass mich etwas ausprobieren. Ja, probier mal. Was auch immer. Alma brachte ihre Frisur von Spiegel in Ordnung. Alles klar. Ich fand's vorher schöner, to be honest. Was meinst du? Besser? Aber wenn du wild und originell aussehen willst, ist das nicht die... Ist das nicht die richtig? Wie wäre es mit einer anderen Farbe? Ja, okay, also die Rechtschreibfehler und Grammatikfehler gibt es also auch in dem Spiel. Oh, die Idee gefällt mir. Aber wie soll ich das anfangen? Gibt es einen Zauberspruch? Ich weiß zwar keinen Zauberspruch, aber es gibt bestimmt einen Trank. Mein Freund Daniel kennt ihn bestimmt. Er kennt sich bestens mit Tränken aus. Ah, deswegen müssen wir... Hä, wo läuft die denn jetzt hin? Die hat gar nicht... Rennt die gerade vor mir weg? Okay, ich glaube, die will keinen Zaubertrank, Leute. Alles klar, habe ich verstanden. Oder doch? Wir gehen einfach mal zu Daniel ins Klassenzimmer für Zaubertränke und fragen mal, was der davon hält, ob der Bock hat, einen komischen Trank zu brauen für die Olle, die ich gerade eben kennengelernt habe. Also offenbar habe ich auch in diesem Spiel mal wieder absolut nichts Besseres zu tun, als irgendwelche Nonsensaufgaben für andere Schüler zu erledigen, anstatt meine Karriere in der Zaubererwelt hochzupumpen. Naja, hallo Daniel. Das Rezept ist so aufwendig. Hallo Daniel, ich hoffe, ich störe nicht. Hallo Dagi LP, nicht wirklich. Ich passe nur auf diesen Trank auf. Er muss ständig umgerührt werden. Wer ist das? Ja, ich stehe doch irgendwie ein bisschen apathisch im Hintergrund. Hallo, lebst du noch? Mädchen, hallo. Hallo, ich bin Alma. Dagi LP sagte, du könntest mir mit einem Trank helfen. Wirklich? Was ist das für ein Trank? Wir haben uns gefragt, ob du vielleicht einen Trank kennst, der die Haarfarbe verändert. Interessante Frage. Meine Schwester färbt ihre Haare mit stinkigen Muggellösungen, aber die Farbe ist nie leuchtend genug. Für ihren letzten Geburtstag habe ich einen Trank gefunden, der ihre Haarfarbe viel lebendiger gemacht hat. Was sind die Zutaten? Ah, ja, ich erinnere mich. Aber erst musst du mir helfen, diesen Trank fertigzustellen, Dagi LP. Alles klar. Ja, dann würde ich sagen, Leute, bin ich mein Macher. Mit dem Brauen anfangen. Mit dem Brauen anfangen. Mit dem Brauen anfangen. Danke, Spiel. Meine Güte. Unterrichtsfach Zaubertränke. Alles klar, gibt Wasser in den... Oh nein, das habe ich lange nicht mehr gemacht. Ja, das war jetzt nicht so schwer. Ich hoffe, ich habe die Aufgaben jetzt nicht vergessen oder so. Bereite die Zutaten für den Haarfärbetrank vor. Alles klar. Läuft gut. Ja, auch das lief super, Leute. Vielleicht der erste Unterricht, wo ich fehlerlos bestehe. Aber ich lehne mich mal nicht zu weit aus dem Fenster. Gib getrocknete Nesseln dazu. Alles klar. Easy. Ist jetzt nicht unbedingt der schwerste Trank. Gib die Strählerschalen in den Kessel. Alles klar. Können wir auch machen. Rühre dreimal gegen den Uhrzeigersinn. Okay. 1, 2, 3. Ja. Rühre 5-mal im Uhrzeigersinn. Auch das kriegen wir, denke ich mal, gut gebacken. 1, 2, 3, 4, 5. Und jetzt? War's das? Regle die Temperatur. Ah ja, genau, das war diese Aufgabe hier. So, super. Ah, wir haben aber nur 15 Punkte dafür bekommen. Es ginge also besser. Erhöhe die Temperatur. Ich glaube, der darf einfach gar nicht da rausfallen aus dieser Linie. Weil sonst gibt es, glaube ich, Minuspunkte. Nee, da gibt es auch nur 15 Punkte. Nee, das waren 15 Punkte. Du hast die Rezeptur für den Haar... So schnell kann kein Mensch lesen, ehrlich. Ohne Witz.
Weiß nicht, wie viel Red Bull die Macher sich reingepfiffen haben, dass sie so schnell lesen können. Ich kann's nicht. So, wir haben einen perfekten Zauber erzielt, Leute. 100%, der erste tatsächlich. Was irgendwie schön und traurig gleichzeitig ist. So, ja, perfekt. Dann soll er mir jetzt mal diesen Trank geben, würde ich sagen. Was? Ich kann es nicht glauben. Ich braute gerade einen Zaubertrank, als meine Hand... Ach, das will ich gar nicht wissen, Daniel. Ich habe auf den falschen Knopf gedrückt. Nein, nicht... Nein, vielleicht später. Daniel, ich will da... Ja, genau. Das sollte klappen. Welche Farbe sollen deine Haare nochmal haben? Blau. Sehr blau. Schockierend blau sogar. Perfekt. Perfekt. Bitteschön. Ich bin nervös. Was meinst du da, GLP? Soll ich ihn trinken? Ja, du ominöse Person, die ich erst seit 5 Minuten kenne. Frag mich nach diesen... frag einfach einen Typen, den du erst seit 5 Minuten kennst, welche Haarfarbe dir am besten steht. Ist, ja. Bitte glaub an Daniel? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, ehrlich, Mädchen. Keine Ahnung. Du wolltest doch einzigartig sein. Und wenn dir die Farbe nicht gefällt, kannst du einfach einen Hut aufziehen. Ich hab die allerbesten Ideen auf dieser Erde, Leute. Okay, ich habe meine Meinung geändert. Du solltest ihn auf jeden Fall trinken. Hä? Das war jetzt aber zackig mit der Meinung ändern. Ging schnell. Here I go. Also dann. Alma trank den Trank und bla. Oh Gott, sieht das scheiße aus. It worked. Es hat funktioniert. Deine Haare sehen anders aus. It is shocking. Sie sind schockierend blau. Thank you. Dankeschön. Ich kann kaum glauben, dass es geklappt hat. Wie kann ich mich dafür revanchieren? Ach, da fallen mir viele Dinge ein. Go to the dance. Viel Spaß beim... Hallo, Daniel. Sag dir mal, wie die sich revanchieren kann. Der ist gar nicht drauf eingegangen. I will. Das mache ich. Oh, Moment. Daniel, wie heißt dieser Trank? Haarfärbetrank? Simpel. Das gefällt mir. Danke nochmal. Ja, gerne. Ob Daniel den auch genommen hat, um die roten Haare zu bekommen, man weiß es nicht genau. So, Leute, Rede mit Alma haben wir abgeschlossen und kriegen dafür nochmal Zaubertrank-Zutaten. Nice. Müssen wir gleich mal gucken, ob wir gute Zaubertränke mittlerweile wieder brauen können, weil ich habe einige eingesammelt. Genau. Wir können jetzt aber auch noch eine kleine Mini-Aufgabe machen, weil dann haben wir für die nächste Folge wieder eine Haupt-Story-Aufgabe. Also eine Hauptaufgabe in der Hauptstory. So, genau. Deswegen, wir reden jetzt nochmal mit Professor Longbottom im Klassenzimmer für Kräuterkunde. Und ich habe gerade auch das Gefühl, dass wir eventuell da aus diesem Unterricht noch ein paar Zutaten für Tränke rausfischen können. Ne? Also wenn man irgendwo Trankzutaten findet, dann ja wohl hier. Genau, dann schaffe ich vielleicht am Ende der Folge noch ein paar Dingsbumstränke. Ne, ihr wisst schon. Hier, zum Beispiel, haben wir schon den ersten Trank. Was ist das? Keine Ahnung, aber es ist ein Trank. Sehr geil, Leute. Genau, alles klar. Hallo, Neville. Hello, Professor Longbottom. Hallo, Professor Longbottom. Was kommt heute im Unterricht dran? Hallo, hallo, da GLP. Es stand eigentlich eine ziemlich spannende Lektion auf dem Programm. Aber ich fürchte, ich werde anderswo gebraucht, um mir ein paar verwelkte Bubotobler anzuschauen. Deswegen lasse ich sie, meine Venemosa Tentacula, während meiner Abwesenheit alleine umtopfen. Da diese Pflanze gefährlich sind, arbeiten sie am besten in Teams. Die anderen haben alle schon einen Partner. Deswegen arbeiten sie, Dougie LP, heute mit Miss Vowell. Am Ende des Unterrichts komme ich wieder, um ihren Fortschritt zu überprüfen. Ich verlasse mich darauf, dass Sie während meiner Abwesenheit keinen Unfug machen. Und denken Sie daran, Drachenhaut an... kann ich mehr lesen, Leute. Drachenhaut-Handschuhe zu tragen. Ja, auf jeden Fall. Denke, das kriege ich hin. Gut, hallo, Venemosa Tentacula. Ne, warte mal, ach da. Oh ne, ich muss mit Cassandra zusammenarbeiten, Leute. Gar keinen Bock. Erstmal hier ein paar Echo-Punkte abholen. Dann arbeiten wir beide wohl zusammen. Na toll, das habe ich davon, dass ich versuche, unabhängig zu sein. Ist gut, Merula, Cassandra. Da wir gezwungenermaßen ein Team sind, will ich sicher gehen, dass du die Grundlagen beherrschst. In Kräuterkunde kann eine falsche Antwort den Tod bedeuten. Oder Schlimmeres. Ich will gar nicht wissen, was schlimmer sein könnte als der Tod. Aber ich habe aufgepasst. Ich kenne mich im Gewächshaus aus. Was du nicht sagst. Es macht dir doch bestimmt nichts aus, ein paar Fragen zu beantworten, um zu beweisen, wie schlau du bist.
Nö, absolut gar nicht, Cassandra, dann hau mal raus. Frage 1. Oh Gott, Leute, wer wird Millionär jetzt in der Wizarding World-Ausgabe? Welche Pflanze verursacht nach der Einnahme unkontrollierbares Gelächter? Alihotzi-Blätter wäre... Oh nein, Leute. Ich glaube, Alihotzi-Blätter. Tja, zugegeben, ich bin leicht beeindruckt. Aber das war eine einfache Frage. Mal sehen, ob du nur richtig geraten hast. Kommen wir nun zur zweiten Frage. Ja. Welche Pflanze erlaubt es einem unter Wasser zu... Die Frage ist leichter als die erste, tut mir leid. Nicht schlecht. Obwohl auch diese Frage nicht besonders schwer war. Immerhin gibt sie's zu. Ich habe gehört, Professor Longbottom half Harry Potter mit Dianthuskraut ein trimagisches Turnier zu gewinnen. Hast du in deiner Freizeit magische Wasserpflanzen des Mittelmeeres und ihre Wirkungen gelesen? Noch eine letzte Frage, um ganz sicher zu gehen. Ja, dann bitte. Also gut, weiter zu Frage 3. Also, hier kommt Frage Nummer 3. Welche Zutat ist essentiell, um Skelewachs zu brauen? Dipdam, chinesischer Kaukohl, Snarkerloof-Schote. Ja, da muss ich leider auch wieder raten, Leute. Kräuterkunde ist generell nicht meine absolute Stärke, beziehungsweise, ja, auch generell Zaubertränke nicht. Ich glaube, Dipdam. Ernsthaft? Hoffentlich breche ich mir nie etwas, wenn ich mit dir unterwegs bin. Zur Klarstellung, die richtige Antwort ist chinesischer Kaukohl. Ohne würde Skelewachs ganz einfach nicht funktionieren. Der arme Fischer musste das auf die harte Tour lernen. Alles klar, danke Cassandra. Also, hier kommt Frage Nummer 3. Warte, was? Ich darf die nochmal machen? Ja, dann... Na, das ist ja eine Überraschung, das stimmt. Du scheinst die Grundlagen zu beherrschen. Vielleicht bist du doch gar kein so schlechtes Los. Also, das war erleuchtend. Jetzt, da ich dein Können einschätzen kann, fangen wir mit etwas Einfachem an. Hol uns doch erst einmal etwas frische Erde von dort drüben. Oh nee, jetzt bin ich einfach ihr Sklave, Leute. Ich wusste schon immer, dass das meine Zukunft sein wird. So, suchen. Ach, das war nicht das Suchen. Dann halt untersuchen, geht auch. Gnome, Vorsicht! Als ob wir jetzt hier Gnome haben. Ja, gut, dann bekämpfen wir die mal. Haben die ein Glück, dass ich hier am Start bin, Leute, um die Gnome erstmal hier aus dem Gewächshaus zu werfen. Natürlich mit ganz schwerem Geschütz. Wir verbrennen sie, schicken sie in eine Wasserkugel, dann hauen wir noch Donner auf sie drauf und am Ende wünschen sie sich, sie wären nie geboren worden. Oh, oder auch nicht, weil wir können nur die zwei Karten hier anscheinend spielen. Ja, Cassandra, komm mal raus, helf mir mal ein bisschen. So, sehr schön. Und nu? Ja, die macht das einfach alleine. Alles klar, Cassandra, ich gehe da mal hier irgendwo... Ach nee, ich kann nicht nach hinten gehen, alles klar. So, jetzt müssen wir uns den Gegner in diesen Bereich reinziehen, damit, ja, damit eben der Schaden funktioniert. Zack, bumm, und jetzt kriegt das Vieh erstmal auf die Nüsse. Besiege den knallrümpfigen Kröter abgeschlossen. Hallo, ich will mitspielen. So. So, genau, kommt da auch einmal rein. Alle rein da, genau, kommt alle rein. So, bums, absolut perfekt. So, jetzt schicke ich aber meine Ehefrau nochmal los. Hermine! So, Hermine, mach das mal eben. Bisschen Donner auf die drauf. So, easy peasy, Leute. Cassandra kann ja mal gar nichts. Also, wenn Hermine nicht da gewesen wäre, was wäre da wohl passiert? Bestimmt nichts Gutes. Puh, das lief besser als erwartet. Selbst mit dem Gnomangriff glaube ich, dass meine Venemosa Tentacula die beste der ganzen Klasse sein wird. Du meinst sicher unsere Venemosa Tentacula, nicht wahr? Ich schätze, du hast ein winziges bisschen geholfen. Aber wir sind uns doch einig, dass ich viel besser in Kräuterkunde bin, oder? Ja, Cassandra. Wir wissen alle, wie viel besser du in Kräuterkunde bist. Auch ich. Und das ist nur ein Vorgeschmack. Warte nur, bis du siehst, was ich wirklich drauf habe. Ich bin gespannt wie ein Flitzebogen. Bis dahin, danke, dass ich mit dir zusammenarbeiten durfte. Ja, die Spannung ist kaum auszuhalten, Leute. Ich fühle sie bis ins Mark. Alles klar. Damit haben wir diese Aufgabe auch erledigt und holen uns jetzt endlich unsere wohlverdiente Belohnung ab, die ich auch echt verdient habe nach der Tortur mit Cassandra. Oh, ich kriege Cassandra als Karte. Anscheinend sind die Begleiter aktuell hier im Fokus. Sehr schön, Leute. Und nächste Folge, wie gesagt, werden wir uns wieder der Hauptstory widmen. Eine Sache, die ich jetzt aber am Ende nochmal machen möchte. Wir schauen uns mal eben gerade
Ja, hier, unsere Tränke an. Wir können nämlich einige neue brauen und ich brauche immer folgende Tränke. Die, warte, was ist das? Haarfärbetrank? Nee, den will ich nicht. Diese Tränke hier. Ja, da hätten wir sogar die Zutaten für. Hä, nee, im Besitz haben wir null. Ach so, oh. Ja, nee, dann haben wir doch... Oh, nee, ey, das ist ja doof. Ich dachte, ich kann einen Trunk des Friedens brauen. Nee, Leute, das scheint nicht zu klappen. Funkenlösung, Trunk des... Ja, wir brauchen mehr von diesen Dingen hier. Nieswurz. Wo findet man Nieswurz? Im verbotenen Wald. Ja, Leute, dann weiß ich, was mir jetzt in den nächsten Folgen blüht und was wir nächste Folge und in den nächsten Folgen machen werden. Nieswurz suchen. Naja, aber ich hoffe erstmal, dass euch die heutige Folge gefallen hat. Wenn dem so ist, lasst gerne einen Daumen nach oben da, gerne ein Abo auf meinem Logo an der Seite und dann sehen wir uns wieder bei der nächsten Folge von Harry Potter Magic Awakened auf meinem Kanal. Bis dann, ciao Leute!